Hier ist euer Adobe the Terracool und heute möchte ich euch einfach einmal einen kleinen Basteltipp zeigen. Und bei dem Basteltipp handelt es sich um einen iPod-Ständer. Das Ganze blende ich gleich mal ein, wie das dann aussehen wird. So. Und wenn das Ganze jetzt eingeblendet wurde, habt ihr ja schon gesehen. Das Ganze ist ganz einfach, kostet nichts. Und das hier wird wohl jeder von euch kennen. Free Willy ist jetzt nur eine Kassette. Die habe ich noch von früher. Und dann nehmen wir doch einfach mal die Kassette und so raus. Und behalten nur das. So, jetzt nehmen wir das Ganze ab und müssen das Ganze andersrum ranstecken. Mal gucken, ob ich es jetzt richtig rum oder ob ich es genauso wieder mache. Ihr müsst nur aufpassen. Ich glaube, das ist gerade bei mir passiert. Ne, ich habe es wieder richtig. Dass man das Ganze nicht zu brutal macht, sonst brechen die Dinger nämlich leicht ab. So. Und jetzt seht ihr, es geht in beide Richtungen nicht mehr zu. Und wir brauchen das Ganze so. Dann ist der Ständer eigentlich auch schon fertig. Dazu könnt ihr jede Kassettenart benutzen. Ich habe hier nochmal einen anderen Typ. Das ist von einer alten Videokassette. Hier war nur das Problem, dass man das Ganze nicht so machen konnte. Also das ging nur bis hier. Und dann würde der immer wieder vorne runterfallen. Also, aber es gibt so kleine, die, bei denen das auch geht. Also, machen wir hier mal weiter. Dann braucht ihr noch ganz gewöhnliche Bleigewichte. Oder ich habe jetzt einfach mal zwei schwere Steine genommen, die man hinten reinlegt. Sieht schön aus und es ist wirklich einfach schwerer. Und natürlich ein iPod oder iPhone, aber auf keinen Fall ein iPad. Ich habe es schon ausprobiert und ich glaube, es hat schon einen Riss bekommen, weil das iPad ist dann doch einfach zu schwer. Ja, und dann gibt es jetzt hier ein paar Varianten. Entweder so, was allerdings nicht so leicht ist. Das geht eigentlich ganz gut, finde ich. Müsst ihr selbst rauskriegen. Ich glaube, beim iPhone 4 geht es noch besser. Und dann gibt es noch einmal die Variante, den so reinzustellen. Bei den kleineren Kassetten gibt es jetzt den Vorteil, dass man einfach hier unten noch bedienen kann. Der Knopf fällt hier raus, das könnte man aber zur Not auch einfach rausschneiden. Und hier unten an die an das Dock kommt man auch nicht so gut dran. Ja. Aber sonst nimmt man ihn raus, ist ja auch eigentlich nur zum Ablegen, dass man ihn nicht immer so rumliegen hat und den dann stylisch einfach neben seinen iMac stellen kann, sofern man einen hat. Man kann natürlich auch einen anderen Bildschirm benutzen. Und ja, das war's eigentlich schon. Zwei iPods gehen bei dieser Kassettenart leider nicht rein. Man könnte noch dazu, hatte ich auch schon, die Remote reinstellen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also das kann ich echt am meisten nur empfehlen. iPhone ohne Hülle. Die Hülle zum Beispiel ist schon zu dick. Geht nicht. Und ja, das war's von mir. Abonnieren, please. Daumen nach oben, Thumbs up und ja, kommentiert dieses Video. Bis zum nächsten Mal.